It's Christmas time. Hey Leute, was geht? Hier sind Julian und Julius und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. EA hat dieses Jahr das erste Mal ein 250k-Pack rausgeballert und wir werden das Ganze heute verschärfen. Wir ziehen nämlich heute das 500k-Pack, also 425k-Packs. Und aus dem 500k-Pack basteln wir dann unser Mind the Gap-Team. Denn wir dürfen 5 Karten da mitnehmen, müssen aus 3 Packs einnehmen und aus einem Pack 2, ne? Genau, und man muss das aber direkt sagen, also wenn ich jetzt beim ersten irgendwie eigentlich schon hätte 2 nehmen können, das sich angeboten hätte, ich es aber nicht gemacht habe und dann beim zweiten, dritten und vierten irgendwie nichts mehr so Cooles ziehe, dann darf ich nicht sagen, okay, ich hätte gern doch beim ersten, sondern man muss es direkt sagen, wenn man die 2 Spieler nimmt bei einem Pack. Das gibt dem Ganzen vielleicht nochmal so eine Art Challenge. Lasst ein Like da für das 500k-Pack. Und wenn ihr hofft, dass EA bald mal wieder ein bisschen mehr Content raushaut. Wobei, wir produzieren das auch ein bisschen vor, Freunde. Deswegen kann ja sein, dass am Wochenende wieder ein bisschen cooler wurde, wie es jetzt letzte Woche war. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Advent. Und dann würde ich sagen, rein ins Pack, ins erste, oder? Ja, dann würde ich sagen, starten wir rein, ziehen das erste Pack. Bist du bereit? Ich bin ready. 3, 2, 1. Let's go. Wieder mal 20 Euro ärmer. Und wir dürfen heute natürlich nur zweimal die gleiche Liga nehmen, aber auch nur zweimal die gleiche Nation, damit das Ganze nicht zu einfach wird. Und ich ziehe jetzt hier erstmal einen 84er Chiellini. Ja. 85er Marco Reus, super. Die World Cup Picks interessieren übrigens kein Mensch, deswegen, ja, es gibt mir die auch. Und was nehme ich hier mit? Jetzt schon eine riesen Challenge, hier rauszusuchen, wen man haben will. Ja, das stimmt. So, wir haben uns einen rausgesucht. Also das erste Pack war wirklich, Digga, ich komme gar nicht klar. Wie das Foot 100 Pack halt. Ich meine, da waren auch ganz viele bodenlose Karten drin. Eben. Ja, wer wird's bei dir? Gabriel Martinelli, 78er. Ja. Und bei mir wird's Matheus Nunez, 79er, weil der hat ein paar schöne Perfect Links am Start. Perfekt. Martinelli nett. Alles klar, rein ins zweite Pack von 4. Übrigens, wir ziehen nur 4, weil Julius gestern halt auch noch eins geöffnet hat im letzten Türchen. Wir ziehen 4, weil das 500k ergibt. Und weil, ja, natürlich. World Cup Icon. Let's go, Shevchenko. Oh, wie unfair. Das ist jetzt hast mein, du eine Icon. Das ist mein fünfter Spieler, der nicht aus der... das ist frech, Alter. Ja, das ist halt lucky. Nice. Das ist einfach nur frech. Oh, ich weiß, glaube ich, wen ich nehme. Saar Maxima, der ist cool. Junge, Junge, Junge. Der Titel wird auf jeden Fall saftig, meine Freunde. World Cup Icon im 500k-Pack, meinte Gap. Also der Titel ist gesichert, meine Freunde. Der Titel ist gesichert. Unserem Thumbnail-Mann wird auch direkt Bescheid gesagt, Freunde. So, ich entscheide mich natürlich für Shevchenko und ansonsten nehme ich keinen weiteren hier mit in dem Pack. Alles klar, 2 Packs haben wir noch und wir gehen rein. Ich nehme auch nochmal eine Icon, so ist es nicht. Du meinst, wir haben noch ein halbes 500k-Pack, Bro. Ja, ich habe gerade World Cup Story Cavani noch gezogen. Digga, was ist bei dir falsch? Ich ziehe ja schon wieder die größte Kotze. Das ist aber ultra lost, den zu nehmen, weil der diese World Cup Liga hat und man den 0,0 auf Chemie bringen kann. Das ist richtig. Deswegen werde ich den wahrscheinlich nicht nehmen. Es tut mir auf jeden Fall leid, aber da würde ich mir direkt ein riesen Eigentor schießen. Ich glaube, ich nehme jetzt Rodrigo von Real Madrid. Digga, wirklich mein Team. Das kannst du keinem erzählen. Aber es ist auch wirklich so eine Drecksscheiße hier. Und ich nehme Jesus Navas. Geil. So, dann hoffe ich jetzt auch mal auf ein gutes Pack hier. Let's go, letztes Pack. Rein da. Schauen wir mal. So. Oh, Walkout. Mal nach links geht's direkt. Bei mir auch. Das ist Steig. Oh, Modric. Passt sehr gut zu meinem Rodrigo, den ich gerade genommen habe. Bei mir Alexander Arnold, aber ich habe gerade einen Rechtsverteidiger genommen, ist nicht so nice. Das ist jetzt Scheiße. Und dann haben wir hier noch einen Phone, den darf ich nicht nehmen. Agüeta. Oh, Ramsdale von Arsenal. So wie Martinelli. Ja, ich glaube, ich nehme noch Hernandez von Bayern. Dann haben wir 3 Ligen. Ah, der ist auch Franzose, wie ich sah, Maximin. Ich glaube, an sich habe ich mir die Spieler gut ausgesucht. Aber ist halt, also schon enttäuschend für ein Pack dieser Größe. Für sowas Besonderes. Ja. Komm, ich nehme einmal Parejo, die alte Legende, mein Lieblingsspieler vom letzten Jahr.
Und dann nehme ich noch Ramsdale. Freunde, wir haben unsere Formationen ausgewählt. Ich nehme jetzt einfach mal die 4-4-2, wird schon schief gehen. Und leider können wir heute keine Teams vom letzten Mal vorstellen, weil wir das Ganze vorproduzieren. Wird dann aber bei den nächsten Mind the Gaps wieder am Start sein. Also heute könnt ihr auf jeden Fall auch wieder einsenden und die Teams vom letzten gucken wir uns dann auch auf jeden Fall noch an. Und damit würde ich sagen, Timer ist auf 5 Minuten gestellt. 3, 2, 1, let's go. Let's go. Und ich starte hier natürlich erstmal mit ein paar obvious perfect links. Und ja. Zwar Eder Militao. Der hatte dann, glaube ich, zum Zeitpunkt, wo dieses Video draußen ist, auch eine Eventkarte. Jetzt allerdings leider noch nicht gerade aktuell. Dann gehen wir als nächstes in den Sturm. Boah, dieser Zinchenko hätte so gut in mein Team gepasst, aber ist eine SBC wegen Ukraine, Krise. Arsenal. Aber ja, deswegen, ja, mein Team ist komplett free. Ich habe so unglaublich krass reingelackt, was das alles angeht. Ja. Aber, Junge, der Transfermarkt ist gerade wieder verbuggt, kann das sein? Da werden mir teilweise Karten angezeigt. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Rosa. Kann aber gut sein, ja. Aber kann man Coman als Stürmer spielen? Nee. Coman. Ah, das ist eh diese Eventkarte. Warte. Nee, geht auch nicht. Ja. So. White ist eine nice Karte. Und damit ist das Ding dann auch schon abgehakt in der Premier League. Ja. So. Was mache ich mit den Kollegen? 1, 2, 3, 4, 3. Okay, jetzt kann ich hier eigentlich reinknallen, was ich will, wenn die miteinander linken. Ja. Ja. Ne? Warte mal, Rüdiger wäre natürlich auch stark. Oh ja, Piqué ist nice. Den nehme ich mir mit. Linksverteidiger. Ja, muss ich eigentlich Alex Moreno nehmen. ZM. Ich glaube, ich stelle mich gerade blöder an, als man sich anstellen müsste. Aber ihr könnt es ja auf jeden Fall dann besser machen. So, der ist schon Stürmer, das ist nice. So, jetzt sieht es hier doch schon mal ganz gut aus. Aber was ich hier mit dem Neuer mache, weiß ich noch nicht so ganz. Aber ich brauche immer noch, ich brauche noch einen von Frankreich oder von Newcastle. Nee. Newcastle, so, La Liga, RM. Ja. Oh, die haben einiges, ne, mittlerweile. Die haben einiges. Ja, gut, muss ich eigentlich fast auf dreckig. Ousmane Dembélé in Form und ich bin fertig. Boah, weiß ich jetzt nicht. Okay. Wie läuft's, Großer? Es läuft nicht so gut irgendwie. Ich brauche noch Bayern-Spieler. Theoretisch. Aber Davis reißt mir dann schon wieder ein Loch rein. Oh mein Gott, bin ich schlecht gerade. Schwierig. Schwierig, okay, wir machen das anders. Warte mal, wenn ich jetzt hier nur Franzosen einbauen würde, würde das helfen? Klassiker, ja. Scheiße. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich krieg das nicht gelöst gerade. Ich brauche halt echt einen von Newcastle. Newcastle United. Oh, ich habe nur noch 1 Minute und 20 Sekunden. Das ist stressig gerade schon wieder. Nee. Nehmen wir mal Trippier rein. Jetzt brauche ich noch einen Engländer. Die letzte Minute geht los. Aber kein Stress. Warte mal, Bundesliga LV. Gibt es da einen Engländer? Oh, ist das gerade schlecht. Ich krieg die Krise, Freunde. Ich krieg die Krise. Ja. Pope. Ja, dann hat der volle Chemie.
Ja, nee, das ist es auf jeden Fall nicht. Ja, schade, ich habe versagt. Nehme ich noch Davis mit rein. Aber eigentlich kann ich jetzt auch Neuer reinpacken. Mal 13 Sekunden noch, der ist dann wenigstens besser. Also ich werde hier nicht auf Fullcam kommen. Ja, das war ganz schwach hier. Aber ihr schafft es bestimmt besser. Und du darfst mir jetzt auf jeden Fall mein Team einmal, ja, einmal dezimieren. Ja. Schieß los. Blink HZM. Okay, habe ich gerade in allerletzter Sekunde noch getauscht, sodass jetzt statt Modric Rodrigo rausfliegt. Ja, ist, glaube ich, relativ wurscht, wer davon geht. So, hier seht ihr nochmal unsere Teams. Ich habe mich für Jonatas Santos entschieden. Leider keine 5-Star-Skills auf dem Bronzemann hier, obwohl er Brasilianer ist. Und du so? Ja, also mein Team ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Aber es war halt auch wirklich komplett free, weil ich halt nur 2 Ligen hatte plus Icon. War halt lucky, ne? Ist lucky, ja, nimmt man mit, ne? Zizi. Oh oh. Oh oh. Oh Mann, Benze, Junge, du kannst doch schießen. Nee. Och, was ist das denn? Martinelli. Gabriel Martinelli. 71 schießen. Boah, ja, Mann, der kommt. Der ist drin. Und jetzt klingelt's. Da klingelt's im doppelten Sinne. Das ist ein Scheiße. Nein. Mein eigener Mann hat den Pass verhindert auf Gabriel. Bester Mann. Jesus. Und was? Lol. Hä? Wie macht er den denn so krass rein? Boah. Scheiße. Mama mia. Macht er klasse. Na, 10 Meter abseits. Alles gut. So. Alles gut. Super, Benze. Boah. Richtig. Macht er. Junge. Nein. Oh mein Gott. Oh Mann. Nein. Macht er gut. Shevchenko. Vom Tor ist er gut. Vom Tor ist er eiskalt. Oh, das war's. Schade. Ja. 4-2, das klassische Ergebnis aktuell, hm? Ja, Teamvorteil war ein bisschen am Start heute, würde ich sagen. So, wir kommen zum Abstoßen. Ja. Schauen wir mal, was bei deinem Bronze-Team, Gold-Team. Ich bete wirklich zu Gott, dass du hier nicht meine Goldkarten abstoßt. Nimm die Innenverteidiger. Ja, Davis und Guedes, alles klar. Oh mein Dann, Gott. Leute, ich glaube, ohne Scheiß, die stoße ich jetzt einmal so ab, ganz ehrlich. Also. Das ist einfach eine Frechheit. Ja, Freunde, wen nehme ich jetzt mit? Das ist die Frage. Ja. Wir melden uns. Ja, bei mir wird's Alain Saint-Maximin. 5-Star-Skills und schnell. Mehr braucht man doch im Spiel nicht. Und bei dir werden's alle, ne? Ja, genau. So ist es. Shevchenko vielleicht wird am Ende des Tages im Main-Team landen. Aber ja, das soll es erstmal gewesen sein, Jungs. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Checkt hier noch ein aktuelles Video ab und genießt den Tag und lebt ihn, als wäre er der Coolste in eurem Leben. Ach. Macht's gut. Tschüss. Ciao.